Nach dem klaren Aufwind in den letzten Wochen musste der SC Preußen Münster beim 0:4 in Darmstadt einen herben Rückschlag hinnehmen. Ein Dämpfer für die Hoffnungen der Anhänger und für Trainer Ralf Lohse vielleicht ein Grund, in puncto Startelf die Karten mal wieder neu zu mischen, wie er auf der heutigen Pressekonferenz verriet. Man überlegt oder beobachtet, wie agieren die Spieler nach so einer Niederlage. Wir haben 2 Eigentore kassiert, 11 Meter verursacht. Und da ist natürlich als Trainer wichtig, gerade Anfang der Woche, die jetzt sehr kurz ist, die Eindrücke der Spieler zu beobachten. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass sich jeder reinkniet, jeder voll bei der Sache ist und versucht auch diese Niederlage wettzumachen. Der Trainer beurteilt die Situation nach der Niederlage in Darmstadt jetzt auch nicht grundlegend anders als zuvor. Die Zielrichtung mit Blick aufs Tableau lautet klar Abstiegskampf, zumindest bis man die nötigen Punkte auf dem Konto hat. Also wir haben ja uns aus dieser Situation, in der wir hier halt waren, mit auch schwierigem Programm in eine bessere Position geschoben. Wir wissen, dass die unteren auch gut punkten und was ganz wichtig ist, dass wir viele andere Mannschaften mit in diesen Abstiegskampf hineingezogen haben. Wenn ich daran denke, wo Rostock, glaube ich, bei meiner Einstellung stand und wo wir standen, dann haben wir uns da sehr angenähert. Und wir sind jetzt sogar in der Lage, wenn wir das Spiel gewinnen sollten, was wir natürlich anstreben, Rostock zu überholen. Jetzt also zunächst mal Hansa Rostock überholen. Für dieses Ziel kommt es auch gar nicht unbedingt auf die Stärken und Schwächen der Ostseekicker an, sondern vielmehr auf die Einstellung beim SC Preußen. Wir sind hier wieder im heimischen Stadion und wollen natürlich mit einem positiven Resultat, möglichst natürlich einen Sieg, hier unsere Heimbilanz verbessern.